Hallo Römer, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play. Edna bricht aus. Bewertet die Folge und viel Spaß. Habe ich ein Kreuz? Nee, Moment. Ich will Laub. Oder so. Ich bin verwirrt, Leute. Ich bin verwirrt. Das scheint... Okay, ich glaube, darauf stoßen wir später irgendwie mal. Das ist der Gruppentick. Die Gruppe ist fort. Und ich dachte immer, Programmierer essen nicht. Ha. Okay, mit dem Zen-Garten kommen wir vielleicht später noch weiter oder so. Jetzt auf jeden Fall nicht. Ich gehe mal kurz hier hin. Dann werden wir jetzt einen Reifen. Ersatzreifen. Mit... Nee. Ah, okay. Gehen wir wieder rein. Moment. Die essen jetzt, ne? Hieß es ja. Ah, hallo. Er sieht beschäftigt aus. Das weißt du nicht mit Sicherheit. Ich frag mal. Bist du beschäftigt, Koch? Siehst du? Sicher ist sicher. Trolli, ansehen. Damit wird das Essen in die Küche transportiert. Warte mal. Haben wir jetzt hier... Ah. Oh, Moment. Oh, was... Adrian. Was kann denn Adrian? Getreideschrotklöße? Professor Nock kriegt Hähnchen, würde ich mal meinen. Mokka-Pudding? Passt eigentlich auch gleich, oder? Kartoffeln? Es klingt so, als ob da drin gegessen wird. Ich riskiere mal einen Blick. Da gehe ich lieber nicht einfach so rein. Es wimmelt nur so von Wachen. Das könnte klappen. Der Koch guckt gerade nicht. Ah. Die Umsetzung von dem Essenschlachträtsel ist ehrlich gesagt nicht besonders gut gelungen, aber die ganze Situation ist so sympathisch, dass es mir, glaube ich, insgesamt wenig übel genommen wurde. Die Idee ist einfach gut, irgendwie mit, indem man den Irren auf dem Menüplan halt unterschiedliches Essen zuweist, schließlich eine Kettenreaktion auslösen kann. Ich weiß nicht, ob viele Leute überhaupt das Rätsel so verstanden haben oder nicht einfach nur ausprobiert haben, aber das war die Idee dahinter. Also, wer das Rätsel noch lösen möchte, hört jetzt weg für die anderen. Die Idee dahinter ist tatsächlich, dass... wenn Professor Nock sich über das Hähnchen beugt, weil er das halt irgendwie nur direkt mit den Fingern isst und man die Kartoffel dem Bienenmann gibt und ihm die Gabel in den Fuß rammt, dann fliegt die Kartoffel über den Kopf von Professor Nock hinweg und trifft Adrian am Helm und der sich dann darüber ärgert.
absurd. Und guck mal, wie lustig deprimiert Peter guckt und wie glücklich Petra ist. Das ist doch wirklich was fürs Herz. Okay. Ich hab nichts gehört. Die beiden teilen sich denselben Magen. Okay. Man kann die beiden nicht auf den Arm nehmen. Hey! Psst! Ich habe einen Generalschlüssel und werde fliehen. Kommt ihr mit? Klar. Unter zwei Bedingungen. Erstens kommen wir nur mit, wenn du einen Fluchtplan ausgearbeitet hast. Zweitens musst du irgendwie die Wachen ablenken. Fluchtplan ausarbeiten, Wachen ablenken. Alles klar. Kriegen wir hin. Habt ihr eine Idee, wie ich die Wachen ablenken könnte? Der sicherste Weg ist eine Essensschlacht. Du musst nur irgendwie einen Streit provozieren, ohne selbst mit hineinverwickelt zu werden. Du musst eine Schwachstelle finden. Was gibt's zu essen? Heute ist Wünsch-dir-was-Tag. Jeder bekommt das, was er möchte. Oder zumindest das, was unter seinem Namen eingetragen wurde. Die Liste hing seit einer Woche aus. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass damit einige Scherze getrieben wurden. Immerhin ist dies ein Irrenhaus. Ich verkriech mich dann mal wieder. Sonst kann ich mit niemandem reden, außer mit Hoti und Moti, echt? Warte mal, echt nicht? Oh, Fuß. Okay. Der lädt geradezu zu einer brutalen Gewalttat ein. Mitnehmen. Igitt. Reden. Du wirst gleich die Welt des Schmerzes kennenlernen. Bevor ich anfange, für Unruhe zu sorgen, brauche ich erst einen Plan. Okay. Gut, Moment. Der Bienenmann könnte mit Brei anfangen, würde ich meinen. Ja, es ist irgendwie schwer. Oder vielleicht doch mehr Mokka-Pudding. Das könnte natürlich auch sein. Nee, eigentlich mit Brei ist ganz geil, oder? Hoti und Moti dürfen ja theoretisch nichts abbekommen, oder? Kriegt man nicht irgendwie einen Anhaltspunkt? Irgendein? Suchst du die hier vielleicht? Schon gut. Dann halt nicht. Okay. Heute gibt das Ganze. Da muss ich nicht nachhelfen. Das dreckige Geschirr wird sich früh genug von alleine stapeln. Ketchup rein. Hui. Das wird lecker. Hui. Ich guck mich mal noch ein bisschen um. Vielleicht finde ich ja noch irgendwie einen Anhaltspunkt, was genau wir wem geben müssen. Oh oh, da steht Dr. Marcells Chauffeur. Don't cry for me, Argentina. The truth is... Hallo? Ist er wer? Ich suche lieber einen anderen Weg. Alles klar. Vielleicht stand ja noch irgendwas in den Akten. Das kann natürlich... Das kann ja sein. Gucken wir uns nochmal die Akten an. Ups. Bienenmann. Aber eigentlich ja auch nicht, ne? Nee, das hatten wir ja schon. Ich zitiere Name... Der erstes Haustier und mehr. Okay, Moment, der Bienenmann braucht ja irgendwas richtig Heißes zu essen, würde ich mal meinen.
Weil er reagiert darauf ja mit sehr viel Ohrenschmalz, wenn das überhaupt noch zu dem Thema gehört, so. Zu dem Rätsel meine ich jetzt. Ansonsten. Moment. Okay, der Beamer braucht irgendwas Heißes, so gesehen, zu trinken, ne? Könnte das mit dem Brei eigentlich stimmen? Obwohl Mokka-Pudding? Pudding ist ja nicht warm, das ist ja das Ding. Pudding ist ja nicht warm. Das heißt, wir lassen ihm mal den Brei. Professor Nock mit Hähnchen passt ja eigentlich auch, weil das ja, der ist ja so auf der Dinosaurier getrimmt und ein Hähnchen ist ja Geflügel und irgendein Tier und das, ne, macht Sinn vielleicht. Adrian. Was, oder Peter, was könnte denn für Peter? Weiß ich nicht, Getreideschrotklöße, komm, machen wir das mal. Und dann kriegen die Mokka-Pudding und Adrian Kartoffeln. Vielleicht hilft das ja. Vielleicht, das klingt ein bisschen... Das könnte klappen. Ja, ich weiß nicht. Klingt fast gut. Moment, wenn ich jetzt ihm auf den Fuß hau oder so. Bevor ich anfange für Unruhe... Er hat doch einen Plan. Bevor ich an... Okay, Moment, reden wir nochmal mit Hoti. Hey. Ach, Mann. Okay, wie es aussieht... Passte das nicht so. Ja, ansonsten, also wenn das zu lange dauert, ne, dann versuche ich, dann löse ich das mit Hilfe von Poki, weil er die Lösung irgendwie gegeben hat. Glaube ich, ne? Ich glaube schon. Kann ich das nochmal resetten? Ich weiß nämlich nicht mehr, was wer wie eigentlich wirklich bekommen hat. Ja, ist gerade ein bisschen problematisch. Gut, dann würde ich mal sagen, switchen wir einfach das hier mal um. Ich glaube, beim Bienenmann bin ich schon ganz, ganz, ganz gut dabei, sag ich mal. Gabel rein. Bevor ich an. Okay. Oder der Bienenmann braucht doch was anderes. Was könnte der Bienenmann denn gar nicht ausstehen können? Hähnchen vielleicht. Das könnte sein. Hähnchen passt zum Bienenmann. So, vielleicht Peter mit Mokka-Pudding. Weil das Kaffee ist und Kaffee pusht einen hoch oder so. Ich weiß es nicht. Getreideklöße, Kartoffeln für Adrian und Brei für Hoti und Moti. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Könnte möglich sein. Das könnte klappen, ja. So. Vielleicht. Ich weiß ja nicht, was könnte man denn... Weiß ich nicht. Gabel. Bevor ich anfange... Wie, hat der Bienenmann eben auch schon die ganze Zeit so gegessen? Moment. Er ist mit dem Löffel. Nee, er... Ja. Nee, er ist jetzt das Hähnchen, genau. Wer könnte denn kein Hähnchen... Vielleicht Hoti und Moti Hähnchen? Das könnte natürlich sein. Ich probiere das mal... Ich gebe mal kurz Hoti und Moti Hähnchen. Ich will mal kurz ausprobieren, wie... Ups. Wie die dann essen. Ja. Das könnte. So, Hoti macht jetzt gar nichts. Hey! Ich verkriech. Gut, Hoti. Ja, das könnte gut hinhauen. Peter stochert nur in seinem Essen rum. Die anderen essen halt. Vielleicht Peter auch, weil er halt nur in seinem Essen rum stochert. Könnte so sein. Gebe ich mal vielleicht dem Professor Nock die Kartoffeln und Adrian den Brei?
Ich glaube, Moti und Moti könnte richtig sein. Bevor ich anfange. Was ist, wenn ich Peter das Hähnchen gebe? Es kann auch sein, dass das Hähnchen immer noch falsch ist. Kann ich mal. Speiseplan? Danke. Ich gebe mal kurz Peter das Hähnchen. Damit. Nicht andere. Oh. Das könnte. So. Peter ist der Einzige, der nichts isst. Der isst halt gar nicht. Mit bloßen Händen, vielleicht ist es Zeit für rabiatere Maßen. Bevor ich an... Warte mal, sie... Ja doch, Hähnchen passt doch zu Peter, oder nicht? Weil sie hier, Petra, ist doch voll auf Dings getrennt, oder? Die hat doch irgendwas gegen... Tiere essen oder so? Ich weiß es nicht genau. Moti füttert die ganze Zeit Moti. Die könnten irgendwas... Weiß ich nicht. Adrian, was könnte denn Adrian bekommen? Adrian. Ich lass Peter mal das Hähnchen. Adrian, was passt denn zu Adrian? Mokka-Pudding würde ich eher zu Professor Nock geben. Obwohl der ja eh schon, vielleicht zu Adrian, weil der dann vielleicht mal ein bisschen aufgedrehter ist. Keine Ahnung, Mokka ist doch, nee, gar nicht. Was? Mokka nicht mit Koffein? Ich habe keine Ahnung. Getreideklöße für Hoti und Moti, weil das sind zwei. Die Kartoffeln sind auch mehrere, aber Getreideklöße sind auch mehrere. Ich habe keine Ahnung, Alter. So, letzter Versuch, Leute. Dann höre ich mir das von Poki nochmal an. Mit bloß viel. So, nein, Bevor ich anfange. Okay, ich höre mir das von Poki nochmal an. Die Umsetzung von dem Essensschlachträtsel ist ehrlich gesagt nicht besonders gut gelungen, aber die ganze Situation ist so sympathisch, dass es mir, glaube ich, insgesamt wenig übel genommen wurde. Die Idee ist einfach gut, irgendwie mit. Indem man den Irren auf dem Menüplan halt unterschiedliches Essen zuweist, schließlich eine Kettenreaktion auslösen kann. Ich weiß nicht, ob viele Leute überhaupt das Rätsel so verstanden haben oder nicht einfach nur ausprobiert haben. Aber das war die Idee dahinter. Also, die erste wer Sache. Das Rätsel noch lösen möchte, hört jetzt weg für die anderen. Die Idee dahinter ist tatsächlich, dass... wenn Professor Nock sich über das Hähnchen beugt, weil er das halt irgendwie nur direkt mit den Fingern isst, und man die Kartoffel dem Bienenmann gibt und ihm die Gabel in den Fuß. Okay, Moment. Ich will. Gut, dann habe ich zwei Sachen. War doch bei Professor Nock richtig. Weil ich dachte mir so. Weiß nicht. Er hat keine Zähne. Passt zu Hähnchen vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Und die Kartoffeln dem Bienenmann. Ja, okay. Gut, was passt denn dann zu wem? Mokka-Pudding zu Peter, würde ich eher sagen, oder? Der Brei zu Adrian dürfte auch ganz gut. Obwohl, der Brei würde eher zu Hoti und Moti passen. Dann so rum. Komm. Das könnte klappen, dir. Okay, ich weiß nur Hähnchen und Kartoffeln. Mehr weiß ich nicht. Bevor ich anfange. Okay. Aber das soll ja, wie es aussieht, richtig sein. Laut Boki. Hallo? Gut, dann würde ich doch sagen... Mokka-Pudding zu Peter. Getreideklöße zu Adrian. Das könnte klappen, Dirk. Bevor ich anfange... Doch nicht. Aber Moment, vielleicht muss ich auch einfach... Hey! Moti bleibt ja unten, ne? Ich verkriech mich da. Ist das vielleicht... Bevor ich anfange... Nee, okay. Ja, sein können.
Switchen wir das nochmal um? Ich probiere jetzt nur noch aus. Ich habe keine Ahnung, wie man auf dieses Rätsel kommen soll. Das könnte klappen, Dirk. Dann switchen wir nochmal Hoti runter. Bevor ich anfange. Okay. Gut, Leute, das war's vorerst mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.